Hallo, grüß euch. Ich habe heute wieder eine Seite im Aquarelljournal. Das Ganze ist wie immer ziemlich abstrakt. Und ich starte erstmal total ohne Plan. Ich habe mir auch keine Farben rausgesucht. Das Einzige, was ich machen wollte, war einfach ein bisschen herbstliche Stimmung und herbstliche Farbtöne zu verwenden. Und ja, ihr kennt ja die Videos wahrscheinlich schon und ihr wisst, ich starte meistens sehr frei und eben intuitiv. Das Journal, das ich verwende, ist von Kunst und Papier, das Aquarellbuch. Ich nehme das fast nur für solche abstrakten Aquarellseiten und ich male ja immer noch auf der rechten Seite. Die Papiere sind relativ dünn und man sieht es vielleicht ein bisschen auf der linken Seite, dass sie diese Farbe jetzt nicht direkt durchdruckt, aber es wälzt sich halt ein bisschen und die Rückseite vom Papier ist dann einfach nicht mehr so schön zum Verwenden. Und deswegen nehme ich es nur auf der rechten Seite. Aber das Buch hat ziemlich viele Seiten. Ich konnte es euch jetzt nicht sagen aus dem Kopf, wie viel, aber auf jeden Fall wesentlich mehr als alle anderen Aquarellbücher, die ich sonst daheim habe. Ich habe mir entschieden, dass ich von den Core-Aquarellfarben welche verwenden will. Das sind die von Golden, die mit dem High Flow, das heißt, die Pigmente drücken direkt sich in die andere Farberei. Und ich finde so eine Eigenschaft, wenn man die kennt, dann ist das oft ganz nützlich, weil ich finde, die Aquarellfarben machen da so ihr eigenes Ding und Sachen, die einfach ja, spannend ausschauen und mit denen man vielleicht gar nicht rechnet. Und den Effekt nutze ich eigentlich total gern. Damit es spannend ausschaut, möchte ich einen hohen Kontrast haben und dafür verwende ich ein dunkles Braun, dass das einfach sich abhebt von den anderen Farbtönen. Das ist immer so, dass je größer die Range ist an Tonwerten, desto spannender schaut es aus oder desto interessanter. Den Kontrast mag ich nicht nur bei den Tonwerten, sondern auch bei den Formen. Also ich misch gern harte Kanten und harte Linien mit einem scharfen Kontrast zu eben einfach verwaschenen Bereichen oder eben auch ein bisschen mehr undefinierten Formen. Ich habe da den Pinsel gewechselt und zwar nehme ich da so einen Schlepper. Das ist ein relativ großer. Ich mag den sehr gern, der durch die langen Borsten nimmt er natürlich viel Farbe auf und man muss nicht ständig wieder ins Wasser tauchen und man hat aber trotzdem eine feine Linie. Dieses Braun möchte ich auch noch an einer anderen Stelle im Beutel unterbringen, damit sie das ein bisschen ausgleicht. Und da wollte ich es einfach nur rechts unten hier. Das ist wirklich total ohne Plan. Ich male einfach, worauf ich gerade Lust habe. Und da habe ich ein bisschen meine Kamera wahrscheinlich mit dem Kopf hochgehauen.
Ich setze nur ein paar Punkte mit dem Pink, das ich am Anfang verwendet habe. Ich kann eigentlich leider nicht 100% die Farben sagen. Ich versuche die nachher alle in die Videobeschreibung zum Dor. Ich bin mir jetzt bei der Farbe nicht ganz sicher. Ich lasse das jetzt trocknen und mache dann einfach später nur einen weiteren Layer, eine weitere Schicht dazu. Und da habe ich mir dann entschieden, dass ich was stempeln möchte. Ich verwende hier einen Stempel aus dem Pencil Marks Stempelset. Ja, und ich nehme eine Farbe, die einfach ein bisschen zu der Farbe passt, die schon auf dem Hintergrund ist. Anstelle von einem Stempel kann man natürlich einfach einen wasserlöslichen Buntstift nehmen und da die Spitze ein bisschen ins Wasser tauchen und dann kann man damit eben also botanische Elemente zeichnen, da kriegt man einen ähnlichen Effekt. Ich habe entschieden, dass ich nur so einen Musterstempel verwende. Ich habe ja meistens nehme ich schwarze Stempelfarbe hier, also ziemlich oft. Und ich mache den jetzt diesmal endlich vorher sauber, aber ich vergesse das ganz oft und da mischt sich diese neue Farbe, die verwenden wir mit dem Schwarz und schaut dann immer eher braun aus. Und dann nehme ich so einen Senfton und den stempel ich in die gelben Bereiche. Mir ist das Braun beim Trocknen ein bisschen zu blass geworden und ich finde, es hebt sich nicht mehr genug vom Hintergrund ab und deswegen gebe ich wieder einfach nur eine zweite Schicht drüber. Ich möchte jetzt noch einen weiteren Farbton verwenden und bin mir aber nicht ganz sicher, was passt oder was mir gefällt. Und deswegen teste ich das erst einmal auf der linken Seite. Ich entscheide mich jetzt für so eine Blau-Grün-Mischung und ich meine, da habe ich das Olivgrün gemischt mit irgendeinem Blau, wahrscheinlich Ultramarin, ich weiß nicht genau. Und es gibt so einen Grau-Blau-Ton und ich finde, der passt eigentlich ganz gut dazu.
Ich nehme jetzt die Neocolor-Kreiden, und zwar die Zweier. Ich finde, die sind besser wie die Einser. Die sind ein bisschen cremiger und haben einen satteren Farbauftrag. Die Einser verwende ich eigentlich nur, wenn ich diese Eigenschaft, dass die wasserfest sind, brauche. Und in dem Fall tun es die Zweier auch. Und mir ist auch völlig egal, ob jetzt manche Bereiche noch feucht sind oder nicht. Mit den Zweier kann man in feuchte Bereiche auch einfach reinkritzeln, das macht nichts. Wir haben jetzt gedacht, es fehlt noch ein bisschen Glitzer auf der Seite, weil ich finde, das darf da super hinpassen. Und da verwende ich die Metallic Aquarellfarben. Die habe ich mir vorher 5 Minuten ungefähr stehen lassen mit ein bisschen Wasser drauf, damit die sich leichter aktivieren lassen. Und ich rühre die relativ dick und cremig an und dann kriegt man wirklich einen satten Farbauftrag, also ziemlich deckend. Ich setze jetzt einfach nur mehr Formen und Akzente mit den Metallic Aquarellfarben. Ich bin durch meine ganzen fertigen Hauptmotive gegangen und habe überlegt, ob da von irgendwas auf die Seite passt. Und mir hat eigentlich mehr gefallen und ich weiß gar nicht, ob ich nachher die richtige Wahl getroffen habe. Mich würde jetzt mal interessieren, was ihr denkt, was am besten ausschaut, die Blume oder der Schmetterling oder dieser Blätterstempel, den habe ich übrigens in weiß embossed. Ich habe ein Video für diese ganzen Collage-Papiere und Elemente. Das verlinke ich euch am Ende von dem Video. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch das anschauen. Und ich habe mich dann entschieden für diese Bäume. Die habe ich auf Jelly Prints gestempelt. Und ich finde, weil ich eine herbstliche Stimmung wollte, passen die total gut. Und die haben mir jetzt eigentlich am besten gefallen.
Ich lege die im Moment nur auf die Seite, weil die noch nicht ganz getrocknet ist und ich werde die dann später aufkleben. Und außerdem kriegt die Seite ja nur einen Titel, da verwende ich die blaue Glitzerfarbe, die ich schon für die Kreise verwendet habe. Und der Titel sagt hernach Enjoy the Change. Ich schreibe den eben mit dieser blauen Glitzerfarbe und mit Posca Pens. Ja, und das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid inspiriert und habt jetzt auch Lust zum Malen gekriegt. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Pfiat euch!